Schreibt mir das doch bitte mal. Weil das war echt. Das war so unfassbar. Vielleicht war es noch ein bisschen Unverschämtheit vom Chef, uns quasi zum halben Vorarbeiter zu machen. Auch hier Chris und so weiter, also die Eisenleber. Dass sie vielleicht deswegen mit Absicht nicht auf uns gehört haben. Aber man kommt an, sagt, warum man was macht und begründet das und so weiter. Und dann dreht man sich rum und die machen gerade das Gegenteil. Also, es war so beschränkt teilweise, dass das war schon nicht mehr lustig. Also wirklich, mach mal das und das in den Putzeimer, da haben die was anderes reingemacht. Also, nee, ich darf jetzt nicht mehr dran denken, sonst fluche ich das ganze Let's Play darüber. Das war sehr, sehr anstrengend. Also, das musste echt nicht sein. Was schön ist, wir werden auch nicht mehr gekickt dafür, dass wir fliegen. Ach ja, das waren Zeiten. Oh, und wir werden auch noch einen Häcksler bauen. Fällt mir gerade ein. Aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Oh. Wir müssen uns ja auch was für die Zukunft aufheben. Oh, dieses Geregne. Muss das denn sein? Man muss ja auch mal an die Landwirtschaft denken. Dafür hatten wir im Mai 3 schöne Tage. Und wieder mal ein Zitat, wo ich hoffe, dass es sich jemand schneller erkennt als 100 Folgen später. Also, es ist zwar nicht ganz so bekannt, aber sie gucken jetzt auch ein paar mehr Leute zu. Also ich würde mir wünschen, sollte, dass dies jemand früher erkennt. Und wenn das jemand erkennt, und das schreibt es in die Kommentare, können ja die Leute, die es nicht erkannt haben, sich auch gerne einmal anschauen. Ich sag mal so, bei YouTube gibt es jede Wette irgendwelche Arten von Kopien davon. Die sind zwar natürlich nicht 100% legal, aber wir reden ja hier von einer deutschen Legende. Also die nicht zu kennen, ist eine Todsünde, die mit dem Tod bestraft werden muss. Ne? Deswegen Todsünde und so. Also da gibt es gar keine Diskussion, da direkt Kopf ab. Da verstehe ich auch keinen Spaß. Ne? Das muss man einfach. So, ich probiere jetzt mal das Bett anders hinzustellen. Ja, so. Vielleicht geht's ja jetzt. Nee, wie gesagt, ne, Todsünde und so. Kopf ab. Wisst ihr Bescheid? Müsst ihr einfach einmal euch zu Gemüte führen. Diesen wunderschönen Sketch, die Serie. Eigentlich alles von diesem einmaligen Menschen, der leider von uns gegangen ist. Ja. Zudem könnt ihr auch immer euren Vorgesetzten wahrscheinlich damit komplett verblüffen. Denn meistens ist ein Vorgesetzter jemand, der älter ist. Und da tut es sich immer sehr gut, aus seiner Zeit quasi humoristische Einlagen zu kennen und rezitieren zu können. Ist jetzt kein Aufruf, jeden Scheiß auswendig zu lernen, aber bei so einer Legende, das sollte man schon so ein bisschen zumindest drauf haben. Ne? Also, ne, guckt es euch mal an. Wo war ich? Bei welchem Sketch war ich eigentlich? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Nein, Moment. Das war's nicht. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, wir müssen mal Holz fällen, ha? Ist es soweit gekommen?
großer Gott, was haben wir hier für einen Klotz hingesetzt? Wir hatten den Scheiß veranlasst. Ach, der Regen, das war das andere Problem. Ach, Kinders, ich will nicht im Regen bauen. Dann gehe ich lieber in den Untergrund und grab ein bisschen am Marbel. Wir haben ja auch noch den Wind, das Windkraftwerk, was übrigens eigentlich nicht mehr so relevant ist. Also, ich weiß nicht. Ist alles so ein bisschen... Die regenerativen Energiequellen bei Industrial Craft wurden definitiv zurückgeschraubt zugunsten des Atomkraftwerks. Das kann man schon so mal da stehen lassen. Ich empfinde es zeitweise als schade, obwohl ich selber ein sehr großer Verfechter der Atomenergie bin. Empfinde ich es in diesem Moment als sehr, sehr schade, weil ich finde, es ist eine sehr einseitige Sichtweise und im finde es sehr schade, dass quasi der Gebrauch von normalen Generatoren beworben wird durch die geringeren Rohstoffkosten und man quasi keinen rechten Vorteil hat, weil man kann zum Beispiel auch, das habe ich ja auch schon gebaut, eine automatische Kaktusfarm ist ja schnell passiert. Ich meine, ne, setze ich einen Block drüber über einen Kaktus, eins daneben, was hin, fällt der nachgewachsene Kaktus einfach ab. Also, und dann einfach aufsammeln, zack, durch eine Pipe und ab in den Generator. Gerade für Leute mit Mods, die mit Mods spielen, ist das ein sehr, sehr... Wow, wo kommst du denn her? Sehr, sehr leichtes zu realisieren. Und ich empfinde es als schade, dass es einem so leicht gemacht wird. Schon von vornherein. Ich meine... Klar sind erneuerbare Energien nicht billig, aber die haben auch schon einen gewissen Wirkungsgrad. Also man kriegt schon was bei raus. Und bei Industrial Craft kommt mittlerweile einfach nur nichts mehr rum. Gerade Nerfung, also die Verringerung der Energieproduktion bei den neueren Sachen, finde ich... Musste das sein? Warum? Ich sehe nicht ein, warum. Das ist so kompliziert, selbst... Also, was heißt kompliziert? Aber es ist ressourcenaufwendig und so weiter. Mit Red Power ein automatisches Ressource... Also, eine automatische, Eimerschleife zu bauen. Um diese Kraftwerke zu bestücken. Das in meinen Augen... eine Verringerung eigentlich nicht nötig war. Na ja, gut, jetzt ist es halt so. Wir leben damit, wir bauen das auch. Wir bauen uns auch so einen richtig kleinen Staudamm mit See und so weiter dahin. Ja, das soll ja auch entsprechend aussehen. Entsprechend haben wir auch also unsere anderen Sachen gebaut. Wir hätten das Windkraftwerk ja auch nicht tiefer bauen können, aber mit dem Cobblestone-Turm oder so hätte ja auch gelangt. Wollten wir aber nicht. Also ich wollte das nicht. Damals hat mir ja noch keiner zugeschaut. Da war ich ja frei. Konnte ich ja machen, was ich wollte. So, jetzt haben wir 64 Marble Bricks. Ich glaube, ich sollte das Jetpack abziehen. Sonst breche ich mir hier noch alle Knochen. Ja, eine hohe Decke ist natürlich Pflicht. Wird natürlich ein Prunkbau allererster Güte. Ja, unser zentrales Lager für alle Rohstoffe jeglicher Art. Oh Gott. Für alle Zeiten entsprechend muss das natürlich aussehen. Und entsprechend müssen wir natürlich im Voraus planen und so weiter. Später wird das gar nicht mehr auffallen.
Hoffentlich. Ich meine, Christian in Schmelze sieht ja auch schon entsprechend aus, also. Nein, ich habe was falsch gesetzt. Wollte keine bleiben. Dieser verfluchte Regenguss. Ich kann die Krise kriegen. Vorbild ist übrigens die Hamburger Speicherstadt. Hohe Fenster. Ei, ich hatte kein Jetpack an, ne? Ja, nee, ich hatte kein Jetpack an. Deswegen hat das so wehgetan. Fenster, gemauert und so weiter. Also, das wird schon ziemlich cool aussehen. Ich hoffe, es wird euch genauso gefallen wie mir. Ich baue jetzt noch ein, zwei... Ja, wenn man das Jetpack in die Hand nimmt, kann man nicht gleichzeitig fliegen. Ich hoffe, es wird euch genauso gefallen wie mir. Es gibt, wenn ich mich recht entsinne... Ganz kurz. Steuerung. Alt Key, Boost Key. Boost Key? Was ist ein Boost Key? Ach, das ist für die Dings. Gab es nicht mal einen Hover Mode? Okay, es gibt keinen Hover-Mode. Muss ich es halt so regeln. Wow. Okay, Leute, es ist wieder dunkel. Wir gehen nochmal kurz in die Wüste und gucken mal, ob wir ein paar Enderman klatschen können. La 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 la. Selber. Ist das eine Kuh? Ach nein, das sind zwei Zombies. Zwei Zombies machen auch eine Kuh. Juri, der Enderman, den ich suche. Oh, Jetpack ist auch bald leer. Erinnert mich mal daran, dass ich nicht damit zu viel rumfliege, damit ich nicht auf den Boden zerschelle. Da sehe ich doch. Zip, zip. Na komm her. Na komm her. Hat er gerade geklungen wie ein Huhn? Ah ne, da war ein Huhn neben mir. Oh, eine Enderperle. Wir haben uns tatsächlich eine Enderperle erbeutet. Das ist doch mal schön. Da wir aber tonnenweise von den Jungs brauchen. Denn wir wollen ja Railcraft und hast du nicht gesehen Craft bauen. Und da ist die zweite. Brauchen wir halt wirklich recht viele von diesen Enderperlen. Wow. Da ist hinter uns ein Creeper gespawnt und wollte sich tatsächlich in die Luft sprengen.
Wie dreist? Ich empfinde dies als sehr unverschämt. So, ich versuche mich jetzt langsam zurück zum Haus zu begeben. Ganz langsam und leise. Dass uns keiner sieht. Wenn wir mit der Kettensäge auf den Zombie rumhauen. Komm her, du scheiß Zombie, ich hau dir eine. Die Jungs sehen so extrem wach aus. Hat ihnen jemand Kaffee gegeben? Hier. Ah, das ist der Kaffee, der sogar Tote wecken kann. Deswegen sehen die so aus. Das ist quasi, wenn der Löffel in der Kaffeetasse stecken bleibt, dann kriegst du so Jungs raus. Hm. Soll ich mir überlegen, jetzt, wenn ich nächstes Mal Kaffee mache, das vielleicht nicht ganz so extrem übertreibe. Ach ja. Huhu. Hühnchen. Bark, gark, gark, gark. Ich habe ihm gerade die Diamond Drill durch den Hintern gejagt und das interessiert das Huhn kaum. Hier ist normale Huhn wäre geplatzt. Alles voller Hühnchen. Gleiches gilt, glaube ich, übrigens für Schaf. Also wenn ich einem Schaf einen großen Bohrer hinten mit einer Diamantspitze in den... Nein, 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 wir denken jetzt nicht darüber nach. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass es definitiv ungesund ist für das Hühnchen. So. Der braucht noch seinen Kaffee? Und hier haben wir den Inquisitor aus Risen. Oh. Dummes Geschwafel. Kein Essen mehr. Im Wanst und Kettensäge auch leer. Und ich schwafel mir hier in Wolf. So, und nichts wie rein in die Hütte. Ich will rein, ich will rein, ich will rein, ich will rein, ich will rein. Zack. So, haben wir dann tatsächlich auch mal zwei Enderperlen gekriegt. Ein bisschen am Lager ausgebaut und ja, in der nächsten Aufnahme werden wir dann es wahrscheinlich hinkriegen, ein automatisches Wasserkraftwerk hinzukriegen, was unendlich Energie produziert. Oh, ein Perpetuum mobile der feuchten Art. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall wahrscheinlich ein schönes Wochenende, denke ich mal, so wie ich es release, weil ich werde hier nur alle zwei Tage releasen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, die dann bald sein wird, theoretisch. Denke ich mal. Und bis dahin. Tschüss.